Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz sehr, den Fabian von Lebenskraft pur hier mit bei mir sitzen zu haben. Wir haben heute ein sehr interessantes Interview über das grüne Lebenselixier Chlorophyll. Da ist für mich der Fabian mit der beste Mann, um mich über dieses Thema auszutauschen, um das Thema Chlorophyll hier auf meinem Kanal noch ein bisschen mehr zu präsentieren. Und ich wollte noch zuerst sagen, grün, das ist ja auch so die Farbe der Hoffnung, des Wachstums, der Erneuerung. Auf feinstofflicher Ebene steht die Farbe grün auch für das Herzchakra. Und wenn wir raus in die Natur schauen, wir sehen grün, also überall Bäume und Wiesen und Kräuter, und in ihnen steckt das Chlorophyll, über das wir heute sprechen. Und Chlorophyll, das ist der grüne Farbstoff in den Pflanzen, der den Pflanzen die Farbe gibt, aber auch die Photosynthese ermöglicht. Und wir haben da auch ein ganz großes Spektrum, um uns eben mit grünen Lebensmitteln zu versorgen. Und ich habe da auch immer ein schönes Zitat gefunden, und zwar: Das Chlorophyll der Pflanzen ist die Schnittstelle zwischen Sonnenenergie und allen Lebensprozessen auf der Erde. Also das Chlorophyll ist sehr wichtig für uns. Wir könnten gar nicht existieren ohne das Chlorophyll. Und diejenigen, die mich hier schon länger auf meinem Kanal verfolgen, die wissen ja, dass grüne Lebensmittel in meiner Ernährung einen sehr hohen Stellenwert haben. Also Wildkräuter, selbstgezogene Sprossen, Grünkraut, alle möglichen grünen Lebensmittel. Im heutigen Interview möchte ich mit dem Fabian über Chlorophyll sprechen. Und ich gebe jetzt auch an den Fabian ab und möchte ihn erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und ich möchte von dir gern wissen, warum Chlorophyll so wichtig für uns ist, was es für einen gesundheitlichen Nutzen für uns hat. Ja, hallo Silke erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch wahnsinnig gefreut. Ja, Chlorophyll, mega spannendes Thema auf jeden Fall. Und du hast schon echt eine schöne Einleitung gemacht und viel über Chlorophyll auch gesagt und deren Bedeutung, Photosynthese und so weiter. Letztlich ist es ja umgewandelte Sonnenenergie. Ne? Die Pflanzen bekommen die Sonnenstrahlen ab und wandeln dann darüber diese Sonnenenergie in Chlorophyll um, sozusagen, für uns nutzbar quasi. Also getrocknete, gespeicherte Sonnenenergie, sage ich auch mal ganz gern dazu. Was auch noch ein spannender Punkt ist, das Altgriechische, Chlorophyll ist ja altgriechisch und steht im Prinzip für frisch und grün. Ne? Also im Prinzip das, was man auch schon mit dem Auge sehen kann. Aber das fand ich auch ganz spannend. Und auch noch ein extrem spannender Punkt aus Sicht, ja, vielleicht der Gesundheit. Chlorophyll ist biochemisch gesehen sehr, sehr verwandt mit dem Blut, mit dem menschlichen Blut, mit unserem Blut. Ne? Es ist im Prinzip vom Aufbau her exakt gleich von seiner chemischen Struktur her, außer dass das Zentralion ist ein Magnesiumion und bei uns im Blut ist es ein Eisen. Aber das ist der einzige Unterschied. Sonst haben wir gar keinen Unterschied. Ne? Das ist quasi identisch. Das fand ich sehr, sehr spannend, und daraus dann ableitend könnte man ja schon vielleicht meinen, dass es auch gut wäre für die Blutgesundheit möglicherweise. Und das ist auch tatsächlich so. Das haben mehrere Untersuchungen gezeigt, dass eben der Effekt auf die Bildung von roten Blutkörperchen definitiv vorhanden ist durch Chlorophyll. Das ist so ein Punkt, den ich gut finde. Und es ist ja auch so, man sagt, je gesünder das Blut, je gesünder der Mensch. Ne? Also die Blutgesundheit ist ein ganz essentieller Punkt. Und da kann man viel mit Chlorophyll einfach arbeiten, ne, an der Stelle. Es gibt auch noch zig andere Untersuchungen. Auch noch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Studien aus dem Jahr 2013 haben gezeigt, dass Chlorophyll auch ein Chelatbildner ist. Chelatbildend heißt ja im Prinzip, oder Chelatbildner sind immer in der Entgiftung und Ausleitung sehr wichtig. Also sprich, Chlorophyll bindet Giftstoffe an sich und leitet sie aus. Und da ist es definitiv auch so, sprich Pestizide, Schwermetalle im weitesten Sinne, ne? Diese ganzen unliebsamen Stoffe, die man nicht in seinem System hat oder nicht gerne hat, kann dabei helfen, es auszuleiten. Ja, und auch interessant ist, zum Beispiel 1936 hat Dr. Patek schon festgestellt, dass Chlorophyll auch einen sehr, sehr starken Effekt hat oder einen Synergieeffekt auf Eisen. Dr. Patek hat zwei Gruppen von Patienten gehabt. Der einen Gruppe hat er beispielsweise nur normale Eisenpräparate gegeben, um den Eisenmangel zu beseitigen. Und der anderen hat er die Eisenpräparate und noch zusätzlich Chlorophyll gegeben. Und er hat festgestellt, dass diese Gruppe mit dem Chlorophyll zusammen den Eisenmangel deutlich schneller in den Griff gekriegt hat, als jetzt nur die Gruppe mit dem normalen Eisenpräparat.
Und das ist, finde ich, total spannend, weil es im Prinzip diese Synergieeffekte, die auch, also jetzt nicht nur beim Chlorophyll, sondern die grundsätzlich ja herrschen, sehr gut beschreibt. Ne? Deswegen ist es ja manchmal auch sinnvoll, also klar, Mono-Mahlzeiten sind super, auch, haben auch ihre totale Berechtigung, aber es macht auch stellenweise Sinn, gerade in der Naturheilkunde gibt es ganz, ganz viele Mischungen beispielsweise, die Synergieeffekte erzeugen, die ganz, ja, ganz gezielt so ausgewählt sind. Und das ist das beste Beispiel, ne? Dass man zum Beispiel mit Chlorophyll und Eisen seinen Eisenmangel deutlich schneller beseitigen kann, als wenn man nur das Eisen genommen hätte. Das finde ich sehr spannend. Oder auch, da gibt es noch unzählige Studien, muss ich auf meinen schlauen Zettel schauen. Uni Chicago hat herausgefunden in 2015, dass Chlorophyll Demenz vorbeugen kann. Wir haben die Uni Leicester aus dem Jahre 2010, die hat Chlorophyll und Diabetes untersucht und hat festgestellt, dass man Diabetes damit vorbeugen kann. Schwedische Wissenschaftler haben in 2011 noch herausgefunden, dass das Muskelwachstum deutlich beschleunigt werden kann. Ja? Also auch gerade vielleicht bei älteren Menschen, die ja oftmals auch ein bisschen Probleme haben, ihre Muskelkraft aufrecht zu erhalten, für die vielleicht sinnvoll. Ne? Also das sind lauter so Sachen. Es ist sehr, sehr universell, sage ich. Ja? Also ich finde den größten Effekt aber tatsächlich auch einfach mit der grundsätzlichen Versorgung. Es strotzt ja nur so vor Mineralien und Vitaminen. Diese Chlorophyll-Geschichte. Aber den größten Effekt sehe ich tatsächlich auch in der Ausleitung und Entgiftung. Ja, das ist in meinen Augen so mit der beste Effekt. Ja, ich finde auch immer so, von Chlorophyll, wenn man einfach sagt, so blutreinigend, zellreinigend, genau. Entgiftend, auch bluterneuernd. Also das ist einfach so, wenn man, wie du schon erwähnt hast, ist, das Chlorophyll ist unserem bluteigenen Farbstoff, also dem Hämoglobin, so ähnlich. Ne? Das ist auch, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass das auch einen Effekt hat, also diese grüne Farbstoff auf unseren roten Farbstoff. Und das finde ich auch immer sehr faszinierend. Diesen gesundheitlichen Wert des Chlorophylls kann man gar nicht hoch genug ansetzen und immer wieder betonen, weil es einfach in der heutigen Zeit auch mit diesen Schwermetallen und Belastungen einfach so wichtig ist, regelmäßig grün zu sich zu nehmen. Genau. Und ich finde es auch mega spannend, einfach diesen Zusammenhang, ja, dass man die Natur einfach, man schaut sie sich an, was passiert da. Ja, wir sehen, Chlorophyll ist, sieht fast so aus, biochemisch gesehen, wie das Blut. Hat es vielleicht einen Zusammenhang? Und dann tatsächlich, ja, hat es. Also ich finde es total spannend, ja, einfach diese Zusammenhänge. Man muss nur richtig hinschauen, ja, und dann kann man ganz viele Dinge erkennen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, ich habe hier auch mal noch ein kleines Zitat. Ich glaube, das ist von der Maria Kakeaki. Das möchte ich gerne mal vorlesen, was auch sehr faszinierend ist und zeigt, was Pflanzen bzw. Bäume auch leisten. Und zwar lese ich mal vor. Eine 115-jährige Buche mit rund 200.000 Blättern verarbeitet an einem sonnigen Tag rund 9.400 Liter Kohlenstoffdioxid zu 12 Kilogramm Traubenzucker. Nur Pflanzen sind dazu imstande, sich selbst mit Energie zu versorgen. Pflanzen stehen also am Anfang der Nahrungskette. Sie sind der wichtigste Energielieferant und versorgen zudem alle Lebewesen auf der Welt mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff. Und ich finde dieses Zitat, das zeigt so viel auf, wie wichtig die grünen Pflanzen für uns sind, die Bäume sind. Und ich möchte nochmal ganz ausdrücklich betonen, die grünen Pflanzen brauchen CO2. Es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Stoff für unsere grünen Pflanzen. Das sollte man mal bedenken, bevor man dieses CO2 so in Hysterie verfällt. Also für unsere Pflanzen ist CO2 sehr, sehr wichtig. Und wie auch an diesem Zitat erkennbar ist, ohne die grünen Pflanzen können wir nicht existieren, können fast alle Lebewesen auf der Welt nicht existieren. Sie speichern die Sonnenlicht in ihren Blättern. Und was ich auch immer gern sage, wo viele manchmal so überrascht sind, dass man auch Baumblätter essen kann, ne? Buche, man kann auch Buchenblätter essen. Ich habe ja auch ein E-Book veröffentlicht, Gesund, Grün, Essen, wo ich eben diese ganzen frischen Lebensmittel beschreibe, die Wildkräuter, das Kulturgrün. Man kann sich grünblättrige Sprossen ziehen, man kann sich Grünkraut ziehen, grüne Gräser. Die Mikroalgen, Chlorella und Spirulina sind auch sehr wichtig, da kommen wir dann später nochmal kurz dazu. Und ich habe in diesem Buch auch einige grüne Pulver beschrieben, die ich ja regelmäßig auch integriere in meine Ernährungsweise und die ich auch gern weiterempfehle. Und da wollen wir jetzt auch darauf zu sprechen kommen. Fabian, du bist ja auch ein holistischer Fachberater für Gesundheit. Und du hast Lebenskraft pur mit dem Jürgen aufgebaut. Und ihr stellt Nahrungsergänzungsmittel, aber sehr natürliche Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung. Doch andere Produkte, so Bücher und Geräte. Mhm. Und ich bin sehr, sehr begeistert von euren grünen Pulvern. Und
empfehle die wirklich auch sehr gern weiter und verwende sie auch selber. Und deswegen freue ich mich wirklich auch, dass ich dich heute hier mit mir sitzen habe, dass wir mal darüber sprechen können. Und die Zuschauer können schon im Hintergrund die also die grünen Pulver sehen, die Mischungen. Und da können wir ja einfach auch noch mal kurz darauf eingehen. Also ich betone ja auch immer wieder, wie wichtig frisches Grün ist. Keine Frage, keine Frage. Aber selbst ich, der den Fokus auf so frisch wie möglich, so grün wie möglich setzt, verwende auch grüne Pulver in meinem Alltag, wenn ich auf Reisen bin für meine Kinder. Und da werden wir jetzt auch drauf sprechen. Wir werden mal schauen, was habt ihr denn so für grüne Pulver, für grüne Produkte anzubieten und welchen Mehrwert liefern die eigentlich für die Menschen, die diese Produkte einnehmen. Ja, wichtig ist auch noch zu sagen, dass wir im Prinzip keine Therapeuten sind. Also ich darf auch nichts empfehlen. Das alles, was wir jetzt auch in dem Video sagen, das gilt auf keinen Fall oder ist nicht als Ratschlag zu sehen, sondern ist nur eine persönliche Meinung. Und in medizinischen Fällen und so weiter muss man immer beim naturheilkundlichen oder im Idealfall beim naturheilkundlichen Therapeuten den Rat einfordern. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Also will ich auch nochmal bestärken, was du gesagt hast, dass diese ganzen Mischungen und getrockneten Sachen sind alles super. Nichtsdestotrotz, sie ersetzen nicht die Frischkost. Ja, das ist auch, Maria Kakia gesagt, ist auch immer so schön, dass eben der frische grüne Saft zum Beispiel eine andere Wirkung hat als der getrocknete. Da stimme ich voll und ganz zu. Das ist genauso, sie beschreibt es ja immer so, dass der Frischsaft eher in die Richtung Entgiftung, Ausleitung nochmal mehr geht und die getrockneten Pulver dann quasi mehr in die Richtung Mineralstoffversorgung, Vitalstoffe und so weiter geht. Und natürlich hat auch beide, also beides hat auch beide Effekte, aber das eine halt mehr da und das andere mehr da. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man eventuell mit beidem arbeitet irgendwo auch. Ne? Und die Frischkost definitiv, klar, ist das erste Wahl. Aber wie du schon sagst, ne, man schafft es halt vielleicht auch nicht immer. Ja? Also das heißt aus zeitlichen Gründen oder vielleicht habe ich auch nicht die Möglichkeiten, weil ich vielleicht nur in einer kleinen Wohnung in der Stadt wohne oder so und komme nicht dazu, mir Wildkräuter oder sowas zu suchen. Das kann verschiedene Ursachen haben, wo man dann eben auf solche Alternativen, wie wir sie quasi herstellen, zurückgreifen kann. Das war ja letztlich auch so für mich der Grund, warum ich überhaupt Lebenskraftkur gegründet habe mit Jürgen, weil einfach ich selber hier was gebraucht habe. Ich war auch im Job groß, sehr stark eingebunden und habe einfach irgendwelche Alternativen gebraucht, um mich da zu versorgen, weil ich es halt auch nach Feierabend vielleicht nicht mehr geschafft habe oder auch einfach manchmal auch keine Lust mehr hatte, keine Energie mehr hatte, um dann noch groß jetzt irgendwo mir meine Wildgrüns zu züchten oder in den Wald zu gehen. Und das sind dann eben so die Alternativen. Ne? So habe ich ja letztlich auch angefangen, vielleicht mal kurzer Exkurs. So habe ich im Prinzip angefangen, Lebenskraft pur oder meine eigene Mischung zu machen, die letztlich heute dann quasi auch im Regal stehen. Ja? Also das war im Prinzip so der Start davon. Ja? Genau, und da hinten habe ich es schon aufgebaut. Sollen wir da mal auf die Einzelnen drauf eingehen? Ja. Also wir können mal, ich kann es mal ein bisschen zeigen, sieht man das? Ja. So muss ich, genau. Das ist Chlorella und das hier ist Moringa. Das sind im Prinzip Presslinge. Das sind auch so diese Chlorophyllbomben, sage ich auch immer gerne dazu, weil das sind im Prinzip schön kompakt als Presslinge verarbeitet. Das Chlorella, das ist aus Klötze, ne, aus Deutschland. War mir auch einfach ganz wichtig, wir versuchen halt auch immer regional die Sachen zu beschaffen. Funktioniert nicht immer, ne? Also es ist ja immer auch so ein Thema, kriege ich es hier zum einen und zum anderen vielleicht auch, macht es überhaupt Sinn hier zu kriegen? Ja? Ich kriege vielleicht ein paar Sachen, aber das macht vielleicht nicht so viel Sinn, weil es kann halt auch sein, dass zum Beispiel die Anbaubedingungen vielleicht hier nicht so optimal sind. Ja, so ist es zum Beispiel bei dem Grassaft. Ja? Wo haben wir den? Hier, den Grassaft und den grünen Saft. Das sind, die kommen nicht aus Deutschland, weil es einfach hier in dieser Qualität nicht zu kriegen ist. Wir haben massivst viele Säfte ausprobiert, mit ganz, 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 ganz vielen Partnern und wir haben einfach diese Qualität hier nicht gefunden. Und da machen wir dann eben so Kompromisse. Ne? Wir schauen einfach so regional wie möglich, aber so sinnvoll wie nötig, ne? So sage ich irgendwie immer. Und da muss man dann halt manchmal ein paar Kompromisse machen. Ne? Zum Beispiel auch Moringa hier. Wo ist es da? Das Moringa, das kriege ich ja hier in Deutschland gar nicht. Das wächst hier gar nicht. Das kommt jetzt zum Beispiel aus Namibia. Aber es ist auch ein super schönes Projekt mit einem ausgewanderten Deutschen, der dort eine Farm gegründet hat für Moringa. Und das Schöne ist, in Namibia ist genial von der Umgebung her, weil du quasi diese Wüstenwinde da halt noch so kriegst. Ne?
Und es macht da dann den Boden auch ganz anders. Ne? Und eine Pflanze kann ja immer nur das beinhalten, was der Boden auch hergibt. Bei Moringa ist auch so ein bisschen ein Sonderfall. Moringa zieht tatsächlich auch seine Nährstoffe aus der Luft. Mhm. Deswegen ist es auch aus Namibia so spannend, weil du da quasi die Wüstenwinde hast, ne? Die sehr mineralischen Wüstenwinde. Und so können die Pflanzen da einfach optimal gedeihen. Mhm. So ist es bei den Gräsern zum Beispiel, bei den Grassäften da hinten auch. Die wachsen auf Vulkanboden. Ich habe jetzt halt in Deutschland leider keinen Vulkanboden, der das hergibt, wie es jetzt da der Fall ist. Und deswegen haben wir dann immer im Prinzip den Kompromiss gemacht, an der Stelle, es macht Sinn, da diesen Vulkanboden zu nehmen, weil ich dann einfach auch entsprechende Nährstoffe und auch seltene Spurenelemente noch in den Säften drin habe, die ich sonst gar nicht kriegen will. Hm. Das sind so, und so arbeiten wir einfach so grundsätzlich ein bisschen, ne? In die Richtung. Du hast ja hier Chlorella und Moringa erwähnt, da wollte ich noch kurz, also ja. Moringa habe ich noch nicht getestet, ich habe es schon da, aber das ja. Chlorella, das beziehst du ja aus der Alpenfarm in Klötze. Genau. Das ist fast regionales Chlorella, deutsches Chlorella, und da ist, man kann ja auch die Alpenfarm, gibt auch manchmal, glaube ich, so Führungen, also ich habe mir vor 3 Jahren die Alpenfarm angeschaut und da kann man sich wirklich sehen, man sieht wirklich, wie die Chlorella-Algen wachsen, auch Spirulina wird jetzt gerade aktuell, glaube ich, wieder geerntet. Und da gibt es auch den Jörg Ullmann, den Algenfarmleiter, der auch sehr, sehr kompetent ist und wirklich sich auf die Algen spezialisiert hat. Und ich freue mich da einfach, so ein Produkt hier aus Deutschland zu haben, wo wirklich auch die Transparenz gegeben ist, was wirklich auch immer extern geprüft wird. Also das Chlorella, was ihr auch anbietet, ist aus der Algenfarm in Klötz, und das habe ich jetzt schon, nehme ich schon seit vielen Jahren auch zur Schwermetallausleitung, zur Versorgung mit Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen, das ist ja auch ein sehr großes Spektrum, enthält ja Chlorella wie Spirulina. Mir schmeckt es auch einfach gut, muss ich sagen. Mir schmecken die Mikroalgen auch sehr gut. Ich nehme es zur Schwermetallentlastung und zur Versorgung mit Vitaminen. Kann ich auf alle Fälle empfehlen, das Chlorella. Kaust du dir manchmal auch die Presslinge? Ja. Ich auch. Am Anfang ist es so ein bisschen, ich weiß und Fisch rein, aber irgendwie ist es, also ich weiß nicht, ich liebe es mittlerweile, ich kau die nur noch. Was ich mir auch total gern mache seit Jahren, ist, ich fast jeden Abend so Gurke raspeln mit Kresse oder grünen Sprossen und dann Chlorella oder Spirulina. Ja, und genial. Berühren, und dann wird es auch ein bisschen, wenn man ein bisschen mehr Chlorella nimmt, und die Gurken sind ja sehr wässrig, dann wird es ein bisschen so, hat man so ein bisschen wie eine grüne Soße, das dickt dann so ein bisschen ein, und ich liebe das. Ja. Einfach wasserhaltig, ne? Ja. Und dann, also das liebe ich einfach, so richtig schön grünen Salat und schön mit grünen Sprossen und vielleicht noch Wildkräuter dazu, also das liebe ich einfach. Oder, was ich auch noch gern mache, wenn ich so frische Trinkkokosnüsse da habe, mir frisches Kokoswasser mit Chlorella und Spirulina zu mixen. Da entsteht so eine Art Schaum, so wie ein Latte Macchiato plus in Alge, und also ist so genial. Genial, ja. Bei dem Chlorella auch noch interessant, deswegen sind wir da auch in Klötze gelandet. Erstens mal wegen dem regionalen Charakter und weil es da auch einfach Sinn macht, ne? Bei Chlorella, ich meine, das wächst ja in den Röhren, wo die Röhren jetzt hin, ist relativ nicht so entscheidend. Deswegen haben wir uns dafür die Deutschen auch entschieden, weil da auch einfach die Nachweisbarkeit auch aufgrund von Verunreinigungen ist ja bei Chlorella extrem wichtig. Ja. Also es gibt es ist immer wichtig grundsätzlich, so möglichst bio, wie es geht, und sauber, ist ja ganz klar. Ne? Wir wollen ja unser System nicht belasten mit Fremdstoffen. Aber bei Chlorella ist es besonders nochmal wichtig, will ich nochmal hervorheben, weil einfach die Alge an sich so stark bindet, dass wenn du die irgendwie beispielsweise in irgendeinem verunreinigten Wasser anbauen würdest, das sofort alle Fremdstoffe an sich bindet und du nimmst sie dann quasi auf. Das wäre ja quasi dann eher kontraproduktiv. Ne? Und deswegen ist uns da gerade bei Chlorella eben ganz, ganz besonders wichtig gewesen, dass man da eine sehr starke Transparenz hat. Es wird sogar mit Brunnenwasser, ich habe mit dem Jörg Ullmann auch gesprochen, es ist sogar mit Brunnenwasser, ne, wird es gezüchtet quasi, also nicht, also quasi eigene Quelle sozusagen. Ja? Das ist natürlich das beste Wasser, was es dann auch noch gibt. Und das dann noch im geschlossenen Röhrensystem, genial, besser geht es nicht. Ne? Ja. Hat mich auch überzeugt damals, wo ich die Farm besucht habe. Ich habe ganz, ganz viele, also wir machen es ja immer so, wir testen ja eine extrem breite Palette, bevor wir uns für irgendwas entscheiden. Und mit Abstand die beste Qualität einfach. Ne? Mhm. Die aus Klötze da. Also ich habe kein anderes gefunden, was da irgendwie so rankommt. Ja. Und es ist auch so, dass ich meine Jungs auch dazu oder überzeugen konnte, regelmäßig Chlorella und Spirulina zu nehmen. Wir haben ja die Presslinge, die sind ja auch aus Klötze. Und dass sie dann morgens Spirulina nehmen und abends Chlorella. So, und dann, das machen wir jetzt schon fast 1,5 Jahre so. Und damit
gerade mein Jüngster isst nicht so sehr nährstoffreich, er isst auch nicht so viel Rohkost oder so, er isst auch nicht so gern so viele gesunde Lebensmittel und da weiß ich, dass er sich einfach gut versorgt, weil gerade Spirulina wird ja auch teilweise in Afrika oder ich glaube, es gibt auch in Asien Projekte, gibt es richtige Spirulina-Farmen und damit, und das bekommen vor allem Kinder oder mangelernährte Menschen und damit können sie innerhalb von einem kurzen Zeitraum können sie diesen Mangel beheben. Das finde ich auch ja, sehr interessant an Spirulina. Und das Gleiche hast du beim, das ist das, was das Moringa auch macht, das Gleiche nur für Afrika quasi. Ne? Namibia, da wächst ja, da kommen ja, also ich glaube ursprünglich kommen sie aus Indien, müsste jetzt aber auch nochmal recherchieren, weiß ich, aber es ist sehr kultiviert in Namibia auf jeden Fall mit diesen Moringa-Bäumen, die wachsen da überall. Und das machen die Afrikaner auch, ne? Fürs Immunsystem vor allem. Das ist unfassbar, ja, die Effekte, wenn man regelmäßig Moringa konsumiert. Also ich habe auch regelmäßig Feedback, dass die Leute, seit die das Moringa regelmäßig nehmen, einfach viel weniger krank werden. Ja. Also das sind so die Feedbacks, die ich kriege, die ich dann immer sehr überzeugend finde. Mhm. Ja, das ist einfach mega spannend, was da passiert, wenn man dem Körper einfach notwendige Vitalstoffe zuführt in ausreichender Menge. Ja. Genau. Gut. Du hattest ja, ich glaube, neben Chlorella und Moringo stehen ja die Biobasis pur und Biobasis ja, genau. Plus, genau, dieser Komplex. Magst du da nochmal was dazu sagen, was das genau ist? Ja. Genau, also wir haben hier oben, das da oben, das ist das Biobasis pur und das da unten ist das Biobasis Plus. Das sind im Prinzip so die Vitalstoffe, sind die ja, wie soll ich sagen, also einerseits die Vitalstoffversorgung ist da sehr, sehr breit, was Vitamine und Mineralien angeht, aber bei der Plus-Variante vor allem auch die Darmreinigung. Ja, das ist im Prinzip unsere Darmreinigung. Also es geht im Prinzip auf die ganzen Verdauungsorgane, Leber, Galle und im Prinzip auch das Verdauungssystem. Das ist so ein 3-Stufen-Darmprogramm, was wir da haben. Einmal im Prinzip so die Durchputzer, sage ich immer, in Form von Flohsamen, Schalen, Chiasamen, sehr, sehr fein in der Vermahlung und dadurch auch eine sehr, sehr große Quellwirkung. Die schrubben da einmal den Darm richtig durch. Dann haben wir eben noch die probiotischen Kulturen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man bei ganz, ganz vielen Menschen eine Dysbalance im Darm, also sprich ein Missverhältnis von den guten und den weniger guten Darmbakterien. Das heißt, nachdem quasi durchgeputzt ist, wird erstmal wieder angesiedelt mit guten Darmbakterien und dann eben noch durch die Vitalstoffe, durch die verschiedenen Rohstoffe, Ballaststoffe, werden quasi in Form von Präbiotika diese angesiedelten Probiotika gefüttert und gestärkt. Das ist dieses 3-Stufen-Modell und es funktioniert sehr gut. Mhm. Und die Pur-Variante da oben, das ist im Prinzip dann quasi ohne Darmreinigung. Und zusätzlich sind auch ganz viele Bitterstoffe drin, die ja auch ganz, ganz notwendig sind, um die Leber zu stärken, die Galle zu stärken. Ja, also das sind immer so die Bitterstoffe einfach ganz wichtig an der Stelle, wo wir ja oftmals in der konventionellen Ernährung viel zu wenige haben. Ja, und das Biobasis pur, da hast du im Prinzip quasi die Darmreinigung nicht mit dabei, aber natürlich die Unterstützung in Form von Bitterstoffen, Vitaminen, Mineralien. Wir hatten, also ja, sagen wir mal so, das Biobasis plus, das ist schon ein bisschen schwerer jetzt gerade für Einsteiger in der Einnahme, weil du eben, weil es sehr, sehr bitter ist, du hast von der Konsistenz her, das wird relativ schnell dick, ne? Das ist manchmal nicht so einfach für neue Einsteiger in der Einnahme. Und deswegen haben wir dann noch die Biobasis pur Variante entwickelt. Die ist von der Konsistenz her zumindest bleibt die flüssig, aber du hast trotzdem schon die ganzen Bitterstoffe dabei, die dann eben deine Verdauungsorgane und so weiter schon mal unterstützen und die Mineralienversorgung und so weiter. Ja, deswegen gibt es dann auch noch die pur Variante. Also ich habe ja auch 2017 die Biobasis Plus getestet, aber ich bin ja bitter schon gewöhnt. Für mich war das jetzt gar nicht so eine Umstellung. Ich liebe ja bittere Pulver. Und es ist wirklich eine schöne Darmreinigung so für den Alltag, die man auch gut in den Alltag integrieren kann. Also kann ich nur empfehlen. Und es ist ja auch so, meine Eltern, die sind jetzt beide Anfang 60 und sie haben ja schon meinen Ernährungsgesundheitsweg schon mitbekommen, haben da jetzt nie groß dazu was gesagt, haben sich auch nie groß beeinflussen lassen, haben mich einfach machen lassen. Aber jetzt kommen sie in einem Alter, wo sie sagen, ja, jetzt wollen wir uns ein bisschen gesünder ernähren. Gerade meine Mutter, weil sie muss auch schon Bluthochdruckmittel nehmen und hat auch manchmal so ein bisschen kleine körperliche Zipperlein, wo sie jetzt sagt, wo sie mich jetzt um Rat fragt. Und da habe ich ihr zum Beispiel auch Biobasis Plus empfohlen. Da hat sie schon gesagt, das schmeckt schon recht bitter. Sie ernährt sich konventionell, sie ist es gar nicht gewöhnt. Dann habe ich ihr auch dieses Biobasis Pur und auch Moringa werde ich ihr auch, was du schon vorgestellt hast, weil sie einfach nicht der Typ ist, der Wildkräuter sammelt und Sprossen zieht. Also das ist für sie so eine Mühe, da umzuschalten, umzustellen.
Und gerade so, also jetzt im familiären Bereich finde ich das sehr wertvoll, diese Produkte. Ich sage, nimm erstmal das, um auch den Darm zu unterstützen und dich auch gut jetzt gerade mit Moringa, gut mit Nährstoffen zu versorgen. Das finde ich immer ganz schön, dass ich da, ich kann sie einfach nicht dazu bringen, Wildkräuter zu sammeln. Sie soll Kräfte zu, das haben wir schon so oft, habe ich ihr das immer wieder vorgeschlagen und sie motiviert. Und ja. Es ist halt einfach leichter, sie mit diesen Produkten zu versorgen. Genau, es ist manchmal auch ein Einstieg für manche Leute in das ganze Thema. Ne? Die fangen dann damit an und merken, oh, das tut mir ja super gut. Und dann schalten die langsam um. Ne? Also manchmal muss man die Leute auch an unterschiedlichen Stellen abholen, weil nicht jeder ist ja gleich der Profi, ne? So wie jetzt du oder so. Ja? Das, ich meine, das war ja auch ein Weg für dich. Ne? Und jeder fängt ja irgendwo mal an und da kann es manchmal auch ein guter Einstieg sein. Sowas. Ja, dann haben wir daneben im Prinzip noch die 7 Kräuter. Das ist nach Bertrand Heidelberger eine Wildkräutermischung. Geht in die Richtung Entschlackung. Es ist schön, kurweise, finde ich, zu nehmen. Aber ich habe auch ganz viele Kunden, die nehmen es dauerhaft, einfach um auch Bitterstoffe zuzuführen. Ne? Da sind natürlich Bitterkräuter drin und kann zum Beispiel vor Mahlzeiten kann man sich so eine Messerspitze einfach auf der Zunge zergehen lassen und hat dann eben schon mal die ganzen Verdauungssäfte angeregt, weil wir wissen ja auch, allein schon, wenn auf der Zunge Bitterkräuter, wenn die Zunge mit Bitterkräutern in Kontakt kommt, werden schon gewisse Magensäfte gebildet und so weiter. Also das ganze System bereitet sich dann schon mal auf Nahrung vor. Deswegen sind die Bitterkräuter auch schon im Geschmack relativ wichtig. Ja? Das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel nicht mit Geschmacksstoffen arbeiten. Weil wir halt sagen, dieser natürliche und ursprüngliche Geschmack ist manchmal, ja, also gerade als Einsteiger nicht so attraktiv, sage ich mal, ja. Aber es ist wichtig, es ist notwendig, ja, weil das ganze System ist halt ganzheitlich zu betrachten. Und wenn ich irgendwie einen Geschmack übertünche, dann habe ich halt eventuell, ja, gewisse Funktionen nicht erfüllt. Deswegen sagen wir arbeiten nicht mit Geschmacksstoffen und machen einfach den natürlichen Geschmack. Und man kann ja, wenn einer, trotzdem gibt es natürlich den Einsteiger, der vielleicht dann das nicht kann, der kann ja dann zum Beispiel noch mit irgendwelchen Säften ein bisschen Geschmack reinbringen oder so, sagt man. Das ist auch schon besser, kann auch ein Einstieg sein manchmal, ja, dass man dann eben mit einem Schuss Orangensaft oder so vielleicht ins Biobasis, dann schmeckt es schon milder, ja. Und dann kann man sich ja so langsam da, das ist ja wie bei den grünen Smoothies, ne? Da fängt ja der eine auch an mit einem hohen Fruchtanteil und dann wird er immer kleiner, ne? Das ist ja auch okay. Man muss die Leute, wie gesagt, immer an ihren unterschiedlichen Stellen abholen. Und das bei den Heidelberger Kräutern ist das sehr bitter. Ne? Man kann es sich, wie gesagt, mit so einer Messerspitze auf der Zunge zergehen lassen, um sich quasi die Nahrung vorzubereiten. Man kann es aber auch verwenden, so wie Bertrand Heidelberger war ja auch schwer krank, ne? Hat sich im Prinzip mit dieser Mischung da auch da rausgeholt, ne? Und hat es einfach zur Entschlackung und Entgiftung so verwendet. Für mich ist es auch sehr interessant, weil ich ja mich auch viel mit der schleimfreien Heilkost, schleimarm Heilkost mit nach Anod Ehre beschäftige. Und hier im Glas, ich habe es ja auch gerade bei mir stehen, steht ja auch drauf, dass es eine Schleim- und Schlackenlösende, aber auch eine Schleim- und Schlackenausscheidenden Effekt auf den Körper haben kann. Und das finde ich sehr interessant. Es schmeckt wirklich sehr bitter, aber ich liebe bitter. Also ich liebe diesen Geschmack dieses Pulvers. Ich kann noch mal kurz vorlesen. Bibernelle, Kümmel, Fenchel, Wacholder, Wermut, Anis und Schafgarbe. Also wirklich eine perfekte Mischung. Und ich verwende das so gerne, nicht nur im Alltag, auch wenn ich Wildkräuter sammle. Das ist so ein unglaublich angenehmer, bitterer Geschmack. Also ich liebe dieses Pulver. Auch wenn ich auf Reisen bin, ich fülle mir dann immer so ein kleines Glas ab, man braucht ja nicht viel. Wenn ich auf Reisen bin, gerade jetzt in den letzten Jahren waren wir eher so auf den südlichen Inseln, Sardinien, Sizilien, und dann habe ich dort eher wasserhaltige Früchte gegessen und habe mich eben mit wenigen, aber guten grünen Präparaten eben von Lebenskraft pur versorgt mit Bitterstoffen und Grün. Und da war eben auch die sieben Kräuter dabei. Und das ist zum Beispiel auch ein Pulver, was ich meiner Mutter empfohlen habe, was sie jetzt auch regelmäßig vor den Mahlzeiten zu sich nimmt, weil sie Bitter ja sonst überhaupt nicht über die Nahrung zu sich nimmt. Und wie du ja schon gesagt hast, trägt das ja auch die Verdauung an. Also Bitterstoffe haben ja auch einen sehr positiven Effekt auf unseren Körper, auf die Verdauung, auf die Verdauungsorgane. Genau, richtig. Für die Profis, wer es mal ganz richtig bitter haben will, der macht aus dem einen Tee. Das ist sehr herausfordernd, sage ich mal. Das kannst du mal probieren. Also ich mache es selten, weil es ist wirklich, also ich glaube, das ist mit das Bitterste, was ich jemals probiert habe. Daraus einen Tee zu machen, nur als Tipp. Ich lasse es immer, aber ich nehme manchmal auch einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel in den Mund und lasse es zergehen. Also, das ist schon eine gute Menge, ja. Aber das mag ich total. Ich finde das total angenehm. Also ich fühle mich da total gut damit und merke auch wirklich einen Effekt darauf.
Also, ja. Aber könnte ich mal probieren. Ja, sagen wir mal, vielleicht, wenn wir im Thema schon sind, mit der Ausleitung, Entgiftung, können wir neben dran mal noch Buch, wo ist es? Hier, glaube ich, das Silizium. Ja. Das ist ja aus Brennnessel, Bambus und Ackerschachtelhalm. Das sind ja so mit die drei siliziumreichsten Pflanzen. Und wir haben da einen sehr, sehr hohen Siliziumgehalt drin. Und Silizium ist ja auch so ein Element, was wirklich ja, leider auch weniger mittlerweile in der Nahrung vorkommt. Damit kann man eben ja, wieder ganz gut zuführen. Und Silizium hat eben die Eigenschaften, dass es auch Aluminium ausleiten kann. Das ist ja auch ein Riesenthema, ne? Aluminiumbelastung, eins der Metalle, die leider in viel zu hohen Mengen im Körper vorherrschen. Und da kann ich sie eben, kann ich diese Aluminium-Ausleitung, Einleitung wäre schlecht, Ausleitung ja, fördern quasi. Mhm. Genau. Ist auch ansonsten noch für die Haut, Haare, Nägel. Also es hat auch wirklich einen Effekt auf das äußerliche Erscheinungsbild. Auf die Herzgesundheit hat es noch einen Effekt. Also ein sehr, sehr wichtiges Element des Silizium. Zum Silizium kann ich noch so viel sagen. Ich hatte auch kürzlich ein Video, ein Rezept veröffentlicht. Heavy Metal Detox Smoothie nach Anthony William. Auch ein alle ausleihen. Wir sind unter anderem Wildheidelbeeren dabei und Koriander, Spirulina. Und er hatte, also es sind jetzt nicht so viele Zutaten, und er hatte zum Beispiel noch Lappentang dabei. Okay. Und ich wusste jetzt nicht, wo bekomme ich den Lappentang her, wollte es mir auch nicht extra bestellen. Und dann habe ich einfach das Siliziumpulver von euch mit hinzugefügt. Das habe ich auch im Rezept so erklärt, weil es eben auch ein Mittel ist, was eben Aluminium ausleiten kann. Und für mich da auch mit, auch wenn Aluminium ja eigentlich nicht wirklich ein Schwermetall ist, zählt aber mit zu den Stoffen, wenn man über Schwermetallausleitung redet, ist auch oft Aluminium eben dabei, weil es eben auch ein Stoff ist, der eben eigentlich so in den Mengen nicht nur unseren Körper gehört. Und das finde ich da so sehr wertvoll, dieses Pulver einfach mit dafür verwenden zu können, für diesen Metal Detox Smoothie. Ja, schön. Hört sich nach einem leckeren Rezept an. Habe ich das ein bisschen modifiziert? Ja, doch. Und es schmeckt mir wirklich sehr gut, auf alle Fälle. Ja. Dann der dritte im Bunde, wenn wir gerade weitergehen, ist das grüne Leben noch. Also das ist im Prinzip so die Abrundung von diesen Ausleitungsprodukten in der Hinsicht. Das ist eine Mischung aus, da haben wir dann auch die Algen drin, ne? Also die du gerade auch angesprochen hast, da haben wir die Chlorella, Spirulina, wir haben, ich glaube, Kelp ist drin, Dulse ist drin, also es sind 4 bis 5 oder 6 sogar Algen drin. Wir haben noch ganz viel andere grüne Pulver drin, wir haben sogar Brokkolisprossen damit drin. Es ist so im Prinzip dieses, also es ist sehr stark chlorophyllhaltig und durch die Algen im Prinzip auch noch mit dem Fokus auf Ausleitung, Entgiftung und so weiter. Ne? Also, natürlich hat es auch noch ganz viele andere Effekte. Wir haben eine Versorgung mit Mineralien, Mineralstoffen. Wir haben einen positiven Effekt auf den Säurebasenhaushalt. Wir haben ja die ganzen Chlorophylle sowieso, ne? Einen sehr, sehr positiven Effekt auf den Säurebasenhaushalt. Und wir wissen ja auch, dass die meisten Menschen mit der konventionellen Ernährung auch übersäuert sind. Hast du ja auch schon ganz viele Videos dazu gemacht. Und da sind halt diese grünen Pulver und Chlorophyll an sich einfach sehr wertvoll. Ja. Ich möchte noch meinen Erfahrungsbericht dazu abgeben. Ja. Ich hatte ja vorhin erzählt von diesem Salat, Gurke mit Kresse und Chlorella. Und genau so mache ich das mit dem grünen Leben. Das ist auch, es hat ein bisschen was Würziges, ein bisschen wie Gemüsebrühe. Also wenn man auch grünes Leben mit so warmem Wasser verrührt, hat es auch ein bisschen was von Gemüsebrühe, hat so ein bisschen was Würziges. Und ich verwende das dann eben auch sehr gern dazu, um meinen Gurkensprossensalat aufzuwerten. Grünes Leben, das passt wirklich sehr gut. Oder aber auch auf Reisen. Also ich habe mir auch grünes Leben abgefüllt und nehme es auf Reisen mit. Und ich war zum Beispiel 2017 auf La Palma und bin da auch regelmäßig laufen gegangen. Und es war für mich auch immer sehr vitalisierend nach dem Laufen. Ich habe so einen Schüttelbecher, dann einfach Wasser mit grünes Leben da. Dann fühlte man sich gleich wieder mit Mineralien versorgt. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, weil es auch sehr heiß war. Ich bin da wirklich auch, es war schon sehr heiß und sehr anstrengend dann, weil ich auch berghoch zugelaufen bin. Und danach dieses grüne Leben einzunehmen, mitzunehmen, das war fantastisch. Also da habe ich wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Das nutze ich auch eigentlich seit von Anfang an, seitdem ich eure Produkte kennengelernt habe, regelmäßig grünes Leben. Ja, genau. Also das ist, also du hast es schon gesagt, ne? für die Soßen oder für irgendwelche Dressings kann man diese Sachen ganz gut nehmen. Man kann aber auch zum Beispiel seine Smoothies aufwerten damit oder zum Beispiel nochmal Säfte aufwerten damit. Man kann es dann wirklich ganz viel, man muss es nicht immer einfach nur pur als Shake trinken, kann man auch. Also so mache ich es, weil es relativ praktisch und schnell geht. Aber man kann auch das in der Küche anwenden, ja, bei verschiedenen Gerichten zum Beispiel, um die einfach nochmal ein bisschen aufzuwerten mit verschiedenen Mineralstoffen.
Das ist genau auch so eine Möglichkeit. Ja. Ja. Ja, und dann haben wir noch da hinten deine Lieblingsprodukte, ne? Wenn ich so, wenn ich es richtig sage, so. Die Säfte. Vor allem Grassaft, das ist so mein absolut, ich würde sogar sagen, das ist meine Droge. Wenn es irgendeine Droge in meinem Leben gibt, dann ist es Grassaft. Ja, du hast mir ja vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt, dass du manchmal auch so einen Löffel pur sogar in den Mund nimmst, ne? Und dann ist auch so ist quasi. Nicht nur ein. Also manchmal habe ich wirklich so eine Phase, das ist so, dann giert mein Körper regelrecht danach. Aber ich liebe einfach diesen Geschmack. Und wenn ich mir selber Gras ziehe, das hat nicht so den Effekt, finde ich, wie wenn ich das Grassaft, nicht die Grassaft. Also, ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, der frische Grassaft hat diese entgiftende Wirkung. Ja. Also wenn ich mir zum Beispiel Kamut oder Gerste, wenn ich mir das ziehe und presse, manchmal muss ich mich da auch überwinden, das zu trinken. Das ist wirklich sehr intensiv, sehr stark. Das hat auch Maria Kakiaki schon beschrieben. Ja. Und wenn ich dieses Grassaftpulver, das ist so angenehm, das tut mir so gut. Also man muss halt zwischen den beiden Wirkungen unterscheiden. Ne? Genau. Ich trinke auch regelmäßig jetzt gerade von Frühjahr bis Herbst Wildkräutersäfte, da ist auch Wiesengras dabei. Das trinke ich ja auch regelmäßig und das ist ja nochmal ein viel intensiverer Geschmack, weil die Wildkräuter, die haben ja so unglaubliche Nuancen an Aromen. Das ist unglaublich. Das kann man so bei dem grünen Blattgemüse, bei dem Kulturblattgemüse, dann sucht man das vergeblich und da kommt so eine ganz außergewöhnliche Mischung zusammen, wenn man so Wildkräutersäfte, so eine Mischung trinkt. Das nehme ich auch regelmäßig zu mir, dann wirklich sehr eher, um zu entgiften. Ne? Ja, ja. Und diesen Grassafte, das nehme ich eher dazu mir, um mich zu versorgen mit Mineralstoffen, aber auch in den Geschmack, weil ich den Geschmack so liebe. Ja, du hast ja vorhin, das fand ich total spannend, du hast ja gesagt, du kriegst es irgendwie manchmal nicht so hin, wie jetzt in dem Saftpulver. Ne? Hm. Und das ist nochmal zurückzuführen auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit diesen Böden. Ja. Du kriegst halt in dem Vulkanboden, das ist unfassbar, das ist der beste Boden, den du halt einer Pflanze geben kannst, weil da das volle Spektrum an allen Elementen einfach drin ist. Ja? Also die ausgedüngten Böden, wie sie leider heute oftmals sind, oder auch wenn du es vielleicht selber machst oder so, hast du halt von der Qualität des Bodens meistens nicht diese Qualität. Und da, das ist mitentscheidend, ja. Neben der Verarbeitung, das Ganze irgendwie bei niedrigen Temperaturen, ne, in Rohkostqualität, was übrigens alles ist, ne, alles Rohkost und Bio, ist halt eben auch noch entscheidend, was kriegt die Pflanze mit. Weil die Rohkostqualität ist ein wichtiger Punkt, keine Frage, ganz klar, weil ich will ja so wenig wie möglich Enzyme und Vitalstoffe zerstören. Das ist ein wichtiger Punkt, aber der vorrangige Punkt eigentlich nochmal. Und da ist leider das Augenmerk in meinen Augen, also in meiner Meinung nach, viel zu selten darauf gerichtet, was kriegt denn die Pflanze, was für den Boden wächst die? Was kriegt die denn überhaupt mit? Weil auf den normalen Böden, da hast du halt nicht mehr so viel drin. Dann ist es zwar schön, dass es Rohkost ist, aber wenn nicht so viel drin ist, ja, dann kannst du die, ja, es ist schön, wenn dann das zumindest erhalten bleibt, was drin ist, aber es ist halt nicht viel drin. Ne? Und deswegen ist auch der Boden ganz wichtig, da will ich immer wieder drauf hin. Und das ist das, was du schmeckst. Deswegen, das schmeckt ja auch so ein bisschen leicht, mineralisch, salzig. Also ich finde, man schmeckt das so raus. Ne? Man schmeckt die einzelnen Mineralien sogar noch richtig raus. Vor allem, wenn man es löffelt. Ja, neue Methode. Muss ich jetzt, habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe es ja immer nur im Wasser gemischt. Muss ich jetzt auch mal gleich ausprobieren. Also ich löffel es erst und danach trinke ich Wasser. Das ist schon gut, danach noch Wasser zu trinken, definitiv. Ja, aber ich mag einfach so diesen Geschmack, so dieses, ist mir manchmal mit Wasser zu verwaschen, zu wässrig. Ja, also ja, ich liebe so diesen Geschmack so, dass ich das Pulver auch manchmal löffel. So. Ja. Und das nehme ich mir dann auch. So ein Glas Grashaftpulver habe ich meistens auch damit mit dabei, wenn ich verreise. So, weil manchmal nur das, manchmal noch ein bisschen Siebenkräuter, manchmal noch ein bisschen grünes Leben, aber Grashaft habe ich eigentlich immer dabei. Und dann meinen Mixbecher und dann fühle ich mich gut versorgt, wenn ich dann einmal mir so eine Mischung mache. Ja, und ich will da jetzt echt die These aufstellen. Ich vermute, es liegt an den Mineralien einfach, weil du da einfach in so einer Konzentration hast und der Körper, also vor allem, wenn man so wenn man seinen Körper so geschult hat, wie du da auch mittlerweile hast, dann merkt er einfach relativ schnell, das tut mir gut. Ne? Und dann verlangt er danach. Deswegen hast du das so als Art Droge beschrieben. Aber der Körper verlangt einfach nach diesen Mineralien. Wenn er einmal in der Versorgung drin ist, dann verlangt er regelrecht danach. Also ich gehe damit so in Resonanz, das ist so eine Harmonie zwischen mir und dem Grashaft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, freut mich. Ja, du hast ja dann auch noch den Grünsaftkomplex, ne, der ja da mit beim Grashaft dabei steht. Ja. Den finde ich auch interessant, also den mag ich auch, aber da konnte den Grashaft nicht toppen, weil das ist ja noch eine Mischung, da ist glaube ich noch
Hafergrassaft, Weizengrassaft und Alfalfa-Sprossensaft dabei. Aber dieser Saft ist insofern so wertvoll für mich, weil ich meine Kinder dazu bekommen habe, diesen Saft jeden Morgen in ganz kleinen Portionen zu trinken. Also sie mögen keinen frisch gepressten Grassaft, da kriege ich sie überhaupt nicht ran, weil der Geruch allein schon. Ja. Und so Wildkräutersaft, das ist ihnen zu intensiv. Aber dieser grüne Saftkomplex, das trinken sie jeden Morgen in einer kleinen Portion, auch schon seit einem halben. Wann habt ihr das rausgebracht? Relativ? Ja, ein halbes Dreivierteljahr. Ja, genau, seitdem. Dann habe ich das ja getestet, erst ich selber. Und dann habe ich das meinen Jungs gegeben. Also fast jeden Morgen bekommen sie dann eine kleine Portion davon. Und das finde ich so wertvoll, weil gerade, wie ich schon erwähnt habe, mein Jüngster isst keine grünen Lebensmittel und ist auch jetzt nicht so in meinen Augen so gesund, wie ich es gern hätte, aber nimmt eben Chlorella, Spirulina und den Grassaft. Und da weiß ich, so, er ist erstmal tagsüber mit gewissen Stoffen erstmal versorgt. Genau, das ist der große Vorteil. Also die Leute fragen, was ist der Unterschied, was soll ich denn jetzt nehmen? Soll ich jetzt den Grassaft oder den Saft nehmen? Dann sage ich immer, kommt drauf an, weil wo stehst du denn? Machen dir so kräftige Geschmäcker irgendwie was aus? Oder stehst du vielleicht noch am Anfang? Wenn du am Anfang stehst, dann macht halt der grüne Saft oder bei Kindern zum Beispiel. Ne? Weil der einfach ein bisschen durch das Hafergras schmeckt, der viel milder. Der ist nicht so herb und bitter vielleicht auch nicht so arg. Einfach, der hat eine ganz, ganz leicht süßliche Note und dadurch können es die Kinder einfach viel besser trinken. Ja. Noch ein bisschen dadurch, dass wir da noch die Alfalfa-Sprossen und Hafer drin haben, ist er einfach ein bisschen breiter noch aufgestellt. Und dafür geht aber der Grassaft mehr in die Tiefe. Ne? Weil du hast ja dafür mehr von der Gerste und dem Kamut oder Khorasana-Weizen drin. Ja, deswegen geht es einfach mehr in die Tiefe, das andere ein bisschen mehr in die Breite, ist vom Geschmack her ein bisschen lieblicher, sage ich immer, und das andere ein bisschen herber. So, kommt drauf an, was ist dir wichtiger. So, ne? Weil vom Ding her, gut, du sagst es, du merkst einen Unterschied. Ne? Auch von der Wirkung her merkst du einen Unterschied. Ja, okay. Weil ich sage immer den Leuten, es nimmt sich nicht so viel, aber es gibt noch gewisse Nuancen und so. Das sind vermutlich die du wahrnimmst. Also, die Hauptnuance ist, dass der grüne Saftkomplex bei mir keinen Suchtfaktor hervorruft und der Grassaft aber schon. Also da ist eine Mischung, da ist irgendwas, was mich total... Das ist das, was du brauchst, ne? Ja. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich mal so eine Art Fast mache, ein paar Tage nur mit Grassaft in diesem Pulver. Ja. Nur, also Wasser halt und Grassaft, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, ja, also kann man machen, also Saftfasten, ne? Dann mit diesen Säften kann ich mir auch gut vorstellen und gleichzeitig hast du dann halt eben noch eine gute Versorgung mit Mineralien. Trotzdem. Ich habe noch ein Geheimrezept, einen Geheimtipp mit Grassaftpulver. Okay. Und zwar entwickelt von unserem lieben Mitbewohner, dem Henry, der hat Bananen eingefroren, reife Bananen, und hat die Bananen gemixt zu Eis, ist ja so in der Rucker-Szene so das einfachste, gesündeste Eis. Und dann kann man da Grassaftpulver mit reinrühren. Du sagst ja auch nicht mixen, ne, damit es nicht zu oxidiert, damit nicht so viel Sauerstoff drin ist. Nur noch kurz mit mixen und das ist so genial. Bananeneis, ich würde sogar noch ein bisschen Vanille oder Tonkabohne reinraspeln, um so ein liebliches Aroma und damit Grassaft. Wow, also okay. Pulver. Das hast du ja grünes Eis, ne? Klasse, ja. Es ist nicht richtig arg streng grün, aber es hat schon eine grüne Farbe und es schmeckt total lecker. Klasse. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Siehst du mal, Silke, ich muss öfters mit dir sprechen. Manche trinken das Grassaftpulver übrigens auch mit Kokoswasser. Das ist mir zum Beispiel nichts, weil ich mag das Süße dann da. Weil Kokoswasser schmeckt ja eher süß. Aber manche bekommen das, sagen, ich kann das Grassaftpulver nur mit Kokoswasser trinken oder mit irgendwas, wo es ein bisschen süßlich ist. Und für mich ist dieses Grassaftpulver, die Kombination Gersten und Kamutgras, so perfekt. Ich möchte da keine Süße dran haben. Ich mag es, es ist so perfekt, der Geschmack. Aber für manche kann es eben eine Erleichterung geben, wenn sie es mit Kokoswasser. Genau. Manche haben einfach, stehen einfach vielleicht am Anfang oder können sich einfach noch nicht so mit diesen Geschmäckern anfreunden und für die ist es dann einfach leichter. Ne? Deswegen macht es ganz kurz auch völlig in Ordnung. Das muss halt jeder immer, so jeder ist ja auf seinem Weg, ne, sage ich immer. Und unterschiedliche Stände und der eine macht es dann so, der andere macht es vielleicht schon so und ja, alles in Ordnung. Genau. Ja, sollen wir mal noch zu den letzten zwei gehen, die da sind? Ja. Das sind auch so im Prinzip, die könnten wir eigentlich auch da vorne hinstellen zu dem, muss so machen, da hier dazu, weil das hier sind im Prinzip Kapseln. Die haben wir extra auch gemacht, weil ich auch unterwegs war in letzter Zeit relativ viel und da habe ich dann ein bisschen Sprossenmangel gehabt, sage ich mal. Ja. Also ich wollte irgendwie Sprossen, dann haben wir ganz erwähnt, wie ich denn die Sprossen für unterwegs hin. Und da haben wir dann einfach im Prinzip diese, also wir haben bis jetzt haben wir nur Brokkoli und Ochsenklee Sprossen genommen, haben die auch so
zum richtigen Erntezeitpunkt genommen, getrocknet und fein vermahlen. Alles natürlich in Rohkostqualität, wir wollen ja die Enzyme behalten und haben die dann in Kapseln abgefüllt quasi. Ne? Und so habe ich quasi die Sprossen einfach auch für unterwegs. Und das ist eine schöne Sache für Leute, die halt einfach viel im Stress sind und sich vielleicht nicht immer ihre Sprossen selber züchten können. Und auch hier wiederum gilt, das was eben auch beim Grashaft gilt, die Aufzucht macht im Prinzip alles aus. Ne? Der Erntezeitpunkt ist wichtig, die Qualität des Saatgutes ist wichtig. Wir haben dann Saatgut mit sehr, sehr hohem, also bei den Brokkoli-Sprossen zum Beispiel, ist es der Sulforaphan-Gehalt. Ne? Das ist ja im Prinzip so dieser Wirkstoff, der meist erforschteste Wirkstoff im Brokkoli. Das sind ja diese Senföle. Ne? Und da zählt das Sulforaphan auch dazu. Das ist ja, da hat die Uni Heidelberg haben schon ganz, ganz viel geforscht in dem Bereich. Auch was gerade die Wirkung oder den Effekt von Sulforaphan in der Krebstherapie hat. Und hat da erstaunliche Ergebnisse. Also ich kann da nur jeden ermutigen, mal die Uni Heidelberg und Brokkoli da einzugeben bei Google. Es ist echt erstaunlich, was dieses Sulforaphan da eben ausmacht. Ja? Und es gibt verschiedene Sorten von Brokkoli. Manche haben eben hohen Sulforaphan-Gehalt, manche weniger. Und wir wissen ja auch, in den Sprossen haben wir den höchsten Sulforaphan-Gehalt drin. Also in der ausgewachsenen Pflanze ist viel weniger drin. Und bei den Sprossen kommt es dann auch noch auf den Zeitpunkt drauf an. Der höchste Sulforaphan-Gehalt bei Sprossen ist nicht, wenn die schon relativ viel Grün haben, sondern eigentlich nur, wenn so ein kleines Spitzchen rausguckt. Ne? Also wenn so ein kleines bisschen Grün rausguckt, dann ist es eigentlich der höchste Sulforaphan-Gehalt und sollte dann, wenn man es jetzt auf das Sulforaphan reinbezieht, geerntet werden. Und so machen wir es. Ne? An der Stelle verwendetes Saatgut, gute Aufzucht und richtiger Erntezeitpunkt und dann hast du da eben sehr potentes Brokkolisprossenpulver. Und bei Boxhorn geht es gleich im Prinzip. Ja, das ist auch sowas, die Sprossen, diese Kapseln, das kann man für Menschen empfehlen, die eben nicht die Zeit haben, den stressigen Alltag haben, um sich regelmäßig Sprossen zu ziehen. Da sind diese Kapseln auch erstmal so ein Start, ne, dass man einfach die Kapseln nimmt und dann vielleicht doch motiviert wird, sich ab und zu Sprossen zu ziehen. Aber auch auf Reisen, wie du schon sagst, du warst viel unterwegs und hattest ein Sprossendefizit. Ja. Ich habe die jetzt auch hier stehen, aber ich habe sie noch nicht getestet, weil ich aktuell selber frisch ziehe. Ja. Aber manchmal, wenn man doch auf Reisen ist oder ab und zu mal unterwegs, dann kommt man ja nicht immer dazu, Sprossen zu ziehen. Da hat man dann auch mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Reisen bin und komme dann wieder, habe ich auch mal so einen Notstand, weil es gibt ja keine Sprossen. Gerade, und es dauert ein paar Tage, bis ich die dann, bis sie fertig sind, bis die gezogen sind. Und da sind solche Kapseln natürlich erstmal eine gute Möglichkeit. Genau. Genau, da kann man eben schön überbrücken oder zum Beispiel auch auf der Arbeit. Also ich habe ganz, ganz viele Kunden, die sagen, ich habe meinen Alltag ist so stressig, ich habe die Arbeit, dann habe ich noch die Familie hinterher, da komme ich nicht dazu, mir die Sprossen zu machen. Und dann ist es eine ganz schöne Sache, dass ich auf der Arbeit zum Beispiel manchmal dann eben da so Brokkoli-Sprossen oder eben Boxhorn-Sprossen dann verwenden kann. Es kommt immer auf die Lebenssituation drauf an. Wie gesagt, frisch ist immer mit das Beste, ja. Also das muss man immer dazu sagen. Aber eben, es gibt halt auch Lebenssituationen, da macht es dann auch Sinn, mit solchen Sachen zu arbeiten. Und dafür sind sie da. Sind eigentlich noch mehr so Sprossenkapseln geplant oder bleibt das mal bei dir? Ja, also ich habe da schon noch einige Ideen, ist aber noch in der Planung. Kann ich jetzt noch nichts dazu verraten. Auch mal spannend. Also ich würde das auf alle Fälle begrüßen, weil ja. So Ergänzungsprodukte zu einer frischen Kost. Genau, was wir jetzt gerade noch machen, das kann ich ja vielleicht auch schon mal haben wollen, darf ich vielleicht noch nicht sagen. Mit dem Uncas von Bio 360 haben wir gerade auch so eine Wildkräutermischung in Planung, aber da kann ich jetzt noch nicht viel mehr dazu sagen. Ich glaube, ich habe in seinem Newsletter gelesen, dass er mit dir da was ganz Fantastisches in Planung hat und dass er sich da schon mega freut. Da war ich auch gespannt. Schade, dass du jetzt nicht mehr preisgeben kannst. Aber da freuen wir uns alle drauf. Da bin ich auf alle Fälle gespannt und freue mich dann auch, das mal auszuprobieren, weil mit Wildkräutern finde ich auf alle Fälle richtig gut. Und was es ja auch bei euch gibt, das kann ich vielleicht mal kurz, das sieht man vielleicht so im Hintergrund, da hängt nämlich was. Das ist der Nährstoffcheck. Das ist ein wunderbarer Kalender von der Maria von Morofu, den ihr auch seit kurzem bei euch bei Lebenskraft pur anbietet. Genau. Und gerade für die Menschen, die vielleicht jetzt die Ernährung auf vegan umstellen und nicht wissen, in welchen Lebensmitteln sind welche Nährstoffe enthalten, da kann man einfach nachschauen. Das ist wundervoll informiert und wird auch nochmal genau aufgelistet. Ne? Was sind so die Anzeichen für einen Eisenmangel, für einen Kalziummangel und welcher Gehalt an welchem Nährstoff, Mineralstoff zum Beispiel, in welchem Lebensmittel ist. Genau. Auch im Kalender, ihr seht da hier hinten. Genau. Ja.
Den habt ihr jetzt auch mit neu aufgenommen. Genau. Also ich schätze es auch, es ist super, ein super schöner Kalender, gerade vor allem für die Einsteiger, die neu im Thema drin sind. Und wie du schon sagst, die dann vielleicht nicht wissen, was kann ich mir, oder sich auch vielleicht verunsichern lassen, ja, wo kriegst du dein Protein oder dein Eisen oder sowas her, kannst du halt in dem Kalender wunderbar gucken, wo welche Nährstoffe enthalten sind. Ich finde es halt wahnsinnig, wie viel Liebe gemacht einfach nur. Also diese Illustrationen, das ist einfach echt schön. Das macht einfach Spaß da. Das ist nicht nur, okay, ich gucke jetzt in meine Tabelle rein, sondern ich habe es ja wirklich super schön illustriert, kann man sich super schön aufhängen und dann einfach mal auch auf die Schnelle reingucken, ah ja, okay, hier und so weiter. Das fand ich einfach eine super schöne Idee und deswegen haben wir das jetzt auch im Sortiment mit aufgenommen. Ja. Und ihr habt ja noch was ganz neu im Sortiment, das steht auch da hinten, das ist ein Öl, über das man nicht sprechen darf. Was kannst du dazu sagen? Was kannst du zu diesem Produkt sagen, welches ich ja auch schon seit einer Weile teste? Werde dann auch dazu noch was sagen? Ja, können wir ehrlich gesagt gar nicht so arg viel dazu sagen, weil es ja leider im besten Falle nicht so arg gewollt ist, ne, von allen möglichen Seiten, sei es YouTube oder ja, alle möglichen Stellen, mögen das Öl nicht so sehr, deswegen dürfen wir ja nicht mal den Namen erwähnen. Aber ich glaube, die Leute finden es nicht bei dir. Auf der Webseite. Ja, ich habe ja eine Empfehlung, wo ich die Produkte, die ich von euch wirklich auch regelmäßig nutze und gern weiterempfehle, die habe ich alle da verlinkt und da ist dieses Produkt auch dabei. Also ich nehme es zum Beispiel in der Hoffnung, dass sich meine Schilddrüse dadurch wieder harmonisiert ist. Ich teste jetzt das Öl über einen bestimmten Zeitraum. Es gibt ja da auch verschiedene Stärken und ich habe jetzt mit der kleinsten Stärke angefangen und werde das dann auch mal noch eine höhere Stufe nehmen und dann werde ich einfach sehen, was sich bei mir harmonisiert. Also es ist ein ich kriege auch ganz viele Feedbacks. Also wir arbeiten auch ganz viel mit naturkundlichen Therapeuten zusammen und da kriege ich auch ganz oft das Feedback, also Wahnsinnserfolge, Therapieerfolge auch, gerade was Depression, leichte Depressionen angeht, Ängste, Einschlafprobleme, aber auch Entzündungen und so weiter. Alles, was das angeht, das ist halt sehr auch allumfassend. Also es geht so ein bisschen in diese Moringa-Richtung, ne? So ein Universal-Hackspecht, nenne ich die Sachen immer so ganz gerne. Ne? Also du hast von allem ein bisschen was, natürlich mit seinen Stärken und so weiter. Und da ist es halt auch, ja, da stehen sehr die, halt, wo muss ich denn hier? Diese drei Varianten hier, ne? Also wir haben es in 5%, 10% und 20%. Und es kommt halt immer auf die Stärke drauf an. Man sagt so im therapeutischen Bereich so ab 10%, aber auch schon mit dem 5%igen, das ist ja das, was du gerade testest, hast du auch schon Erfolge. Ne? Also es ist nicht so, dass es nur das jetzt die Größeren da Sinn machen. Ja. Das hat ja auch ein bisschen eine dunkle Farbe, ne? Genau. Das ist noch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei diesem Öl. Wenn man sich das kauft, also man muss es um Gottes Willen nicht nur bei uns kaufen, gibt ja auch noch andere, die das verkaufen, aber ganz, ganz wichtig ist einfach die Qualität davon, ja. Es gibt ja sozusagen dieses volle Spektrum, sagt man da, ne? Diese Vollspektrumöle in dem Bereich. Die sind sehr empfehlenswert, weil es gibt ja neben diesem einen Stoff, der sehr bekannt ist, gibt es auch noch ganz, ganz viele andere, die Pflanze beinhaltet, ne? an Stoffen, die wichtig sind und die auch ihre Effekte haben. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man nicht nur ein Extrakt davon nimmt, sondern einfach ein Full-Spektrum-Öl sozusagen. Das ist ja auch im Prinzip so deine Philosophie, ne? Nicht nur irgendwelche Teile von der Pflanze, sondern eben dieses volle Spektrum. Das ist ja immer das, was wir eigentlich erreichen wollen, weil es gibt ja unfassbar viele Pflanzenstoffe, die noch gar nicht erforscht sind. Ja, wir haben ja nur wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil eigentlich, der erforscht ist, wo schon Effekte auch belegt sind. Aber der Großteil an Vitalstoffen ist ja noch nicht mal erforscht. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, immer vollständige Nahrungsmittel auch mitzunehmen. Natürlich kann man in gewissen Therapien auch mit Extrakten arbeiten, machen wir ja auch in unserer Nahrungsergänzung, in der Therapie zum Beispiel, dass man damit auffällt. Aber nichtsdestotrotz sollte auch eine Vollständigkeit vorliegen. Und deswegen ist es bei diesen Ölen ganz wichtig, dass man diese Vollspektrumöle nimmt und nicht nur einzelne Extrakte. Ja, also wie gesagt, ich verlinke das unten mal, meine Empfehlung, da findet ihr auf alle Fälle dieses Öl mit Informationen und könnt ihr euch einfach nochmal so kurz, also es gibt ja nur wenig Informationen dazu, zumindest auf meiner Seite, aber wer sich damit auskennt, der wird wissen, für was man das verwenden kann. Was ich noch gerne dazu sagen wollte, für mich, ich unterscheide ja immer Nahrungsergänzungsmittel, für mich
gibt es ja auch immer Unterschiede. Das, was wir heute hier besprochen haben, das sind für mich eigentlich gar keine Nahrungsergänzungsmittel in dem Sinn, weil es für mich ja echte Lebensmittel sind. Da ist ja irgendwo herausgenommen und dann mit irgendwas anderem vermischt. Das ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt hier Vitamin-C-Pulver habe, wo irgendwas herausgenommen oder künstlich hergestellt. Für mich sind das alles Lebensmittel. Eine Art Superfoods oder ja. So Kraftfutter. Ja. Kraftfutter. Das ist ja. So. Das sind ja alles Nahrungsmittel, auch im Silizium. Das ist Brennnessel, Bambus, Ackerschachtelhalm. Das ist ja die ganze Pflanze. Und das schätze ich auch so an euren Produkten. Aber man muss dazu sagen, ihr bietet aber auch schon so Zink an, Eisen. Also wirklich, das für mich dann Nahrungsergänzungsmittel schon sind. Ja. Ich habe von euch, hatte ja 2017 einen Vitamin-D-Mangel. Da habt ihr auch einige Präparate in Vitamin-D-Öl, aber auch ein Vitamin-D-Komplex. Und das habe ich damals genommen, 6 Wochen. Und habe mich dann aus meinem Vitamin-D-Mangel sozusagen wieder hinaus manövriert. Aber ich nehme solche Nahrungsergänzungsmittel wirklich nur dann, wenn ich einen Mangel habe. Also ich persönlich, ich teste das für mich auch und versuche ja wirklich so nährstoffreich wie möglich zu essen, mich auch viel in der Sonne zu bewegen, Darmreinigung. Dass der Darm wirklich auch diese ganzen Nährstoffe aufnehmen kann, ist natürlich eine Darmreinigung auch wichtig. Ich meine, du kannst dich mit Nahrungsergänzungsmitteln zuballern, aber wenn dein Darm die nicht aufnehmen kann, deswegen versuche ich das auch immer ganzheitlich anzugehen und freue mich einfach, dass ihr so tolle Produkte anbietet, die ich gern selber nutze, aber auch gern weiterempfehle, wo ich wirklich auch für mich so eine Gesundheit oder für meine Familie, für meine Freunde oder für meine Klienten sozusagen auch einen Mehrwert sehe und auch das auch gespiegelt bekomme, dass das wirklich so ist. Und finde das ganz fantastisch und hoffe, dass ihr in Zukunft auch noch mehr solcher Pulver und Produkte entwickelt, um einfach auch die Gesundheit der Menschen zu unterstützen, also in Kombination mit wirklich frischer und gesunder Kost. Ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Im Prinzip genau so ist es auch von uns gewollt. Wir haben einmal diese Säule Lebensmittel im weitesten Sinne, oder wie hast du so schön gesagt, so Kraftfutter. Ja, das sind dann die Sachen hier im Prinzip, wo es einfach nur darum geht, um eine vitalstoffreiche Ernährung. Ja, also ich will einfach eine vitalstoffreiche Ernährung. Ich habe jetzt kein spezifisches Problem, sondern ich will einfach nur meinem Körper was Gutes tun. Und dann arbeite ich mit den Sachen. Die zweite Säule, das sind dann wirklich die Nahrungsergänzungen. Die sind dann wiederum eher für den therapeutischen Bereich gedacht. Das sind dann, wenn ich Mängel auffüllen will zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwelche Probleme habe, ja, irgendwelche Krankheiten vielleicht, ja, darf man ja nichts sagen, aber ja, da muss man dann mit dem Therapeuten sprechen. Das ist dann die zweite Säule. Ne? Und da kann ich eben naturheilkundlich mit diesen Präparaten auch viel erreichen, eventuell. Ja? Also, und das ist im Prinzip so dieser Aufbau. Ne? Wir haben diese zwei Säulen. Einmal für die Leute, die einfach nichts haben, denen geht es gut und die wollen einfach, dass es so bleibt. Die können dann da wieder eine Säule arbeiten und die anderen, wenn es schon irgendwelche Probleme gibt, dann gibt es noch die zweite Säule. Ne? So ist es im Prinzip so unser ganzheitliches Konzept aufgebaut. Mhm. Ihr habt ja auch, da gehen wir heute nicht drauf ein, aber das habe ich auch schon in einigen Videos besprochen, ihr habt ja auch ganz tolle Zahnpflegeprodukte, auch mit der ganzheitlichen Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender-Gonzer entwickelt, Zahnpulver. Genau. Das ist ja jetzt das vierte schon im Test, da bin ich auch sehr gespannt, für Kinder, den Zahnpulver für Kinder. Also da bin ich auch sehr gespannt, das werde ich auf alle Fälle auch versuchen, meinen Jungs unterzujubeln. Ja. Genau, ihr habt gar nicht unterjubeln, Silke. Das schmeckt so gut. Ich glaube, du hast geschrieben, nach Kaugummi schmeckt das, ne? Es schmeckt tatsächlich. Also es ist verrückt, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass man mit 100% natürlichen Stoffen so einen künstlichen Kaugummi-Geschmack hinkriegt. Aber es ist kein künstlicher. Also das hat meine Mitarbeiterin letztens gesagt, die Yvonne, die hat gemeint, die hat immer, wenn die irgendwie so, oder von früher hat sie sich noch daran erinnert, wenn sie so Kaugummis oder sowas gegessen hatte, dann hat sie immer so einen Nachgeschmack, so einen komischen Nachgeschmack gehabt. Ne? Mhm. Und das führe ich auf diese ganzen Zusatzstoffe zurück und so weiter, diese künstlichen Süßstoffe und so weiter. Also quasi du hast diesen Kaugummi-Geschmack und hinterher merkst du, irgendwie fühlt sich nicht gut an. Ja? Und bei diesem jetzt, du hast zwar auch diesen Kaugummi-Geschmack irgendwo bei dem Zahnpulver, aber dieser künstliche Nachgeschmack ist gar nicht da. Also du machst es und hast währenddessen diesen ja für Kinder tollen Geschmack. Ja? Also ich glaube, für dich wird es nichts sein. Also für mich ist es auch schon zu weit weg, dieser Geschmack. Aber Kinder fahren voll drauf ab. Also von meinem Bruder, die zwei Kids, die lieben das. Ja? Die lieben schon jetzt das Zähneputzen. Aber du hast halt diese künstliche Aromen, Süßstoffe und so weiter nicht drin. Ja? Deswegen war ich wirklich verwundert, dass man so einen Geschmack hinkriegt. Ja? Unfassbar. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ja, meine Jungs putzen ja mit selbstgemachter Zahnpasta aus Birkenzucker und Kokosöl. Aber gerade wenn man unterwegs ist, ne? Ja, genau.
ist ja auch mal, gerade wenn es Sommer ist, das schmilzt und dann ist der Deckel nicht richtig zu, dann läuft das aus. Das ist mit so einem Zahnpulver natürlich total praktisch. Also auch auf Reisen so. Da bin ich auch sehr gespannt. Ihr habt ja auch die Zahnkristalle aus Birkenzucker. Da habe ich auch ganz tolles Feedback bekommen von den Menschen, denen ich das empfohlen habe. Wir selber nutzen das ja auch regelmäßig. Unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar, findet ihr meine Empfehlungen von Lebenskraft pur und ich verlinke euch die Seite von Lebenskraft pur natürlich auch, dass ihr nochmal die ganze Produktpalette von Lebenskraft pur sehen könnt. Und es gibt jetzt auch eine ganz tolle Gutscheinaktion. Vielen herzlichen Dank. Fabian wird dazu jetzt noch mehr sagen. Ja, also wir machen exklusiv für deine Zuschauer, machen wir jetzt eine 5-Tages-Gutscheinaktion, also ab heute, wo das Video rauskommt. Wichtig dabei ist der Gutscheincode auf der Warenkorbseite, dass er den da eingibt und nachträglich, bitte um Verständnis, nachträglich können wir keine, also wenn die Bestellung schon durch ist, können wir keine Gutscheine mehr gutschreiben, das geht aufgrund der Prozesse nicht. Also von daher, falls irgendwas nicht klappt, bitte vorher anrufen oder eine E-Mail schreiben, dass irgendwas nicht geht, bevor ihr bestellt, weil nachträglich kriegen wir es nicht mehr hin. Also super, es gibt eine 5% Gutschein-Rabattaktion von Lebenskraft pur. Ihr findet den Code, den ihr dafür benötigt, auch unter dem Video in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Lieber Fabian, es war mir wirklich eine sehr große Freude, heute mit dir über das wichtige Chlorophyll zu sprechen und mit dir auch nochmal durch einige für mich oder für mich durch eure wichtigsten Produkte zu gehen, nochmal meinen Zuschauern für mich die wertvollsten Produkte von euch vorzustellen. Und ich schätze mal, dass wir in Zukunft auch noch das ein oder andere Video zusammen machen werden. Es gibt da noch einige Themen, die wir da so im Hinterkopf haben. Da freue ich mich auf alle Fälle. Ja. Und wenn die Zuschauer Fragen haben zu einigen Produkten oder zum Chlorophyll, dann könnt ihr gerne die Fragen oder euer Feedback auch unter diesem Video in Form eines Kommentars einfach abgeben. Da freuen wir uns. Und vielleicht wird Fabian auch mal drüber schauen eventuell und Fragen beantworten. Und also lasst eure Fragen, euer Feedback unter diesem Video. Vielleicht habt ihr auch schon selber Erfahrungen gemacht mit den Produkten von Lebenskraft pur. Könnt ihr auch gerne Erfahrungen einfach mit unter diesem Video lassen. Da freuen wir uns auf alle Fälle. Wir wünschen euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe und bis ganz bald. Danke. Tschüss.